Das werde ich komplett hier wegnehmen. Zeigen, wie man das macht mit Bodenlänge. Ja, du bist nicht begeistert, ich weiß. Kamera läuft. Also, das ist der Wintertag und das ist die Länge, die eigentlich schon fast Ausstellungslänge wäre, die aber für die Tiere sehr unpraktisch und auch für die Fellpflege sehr unpraktisch ist. Man kommt hier mit den Fingern kaum noch durch, nur sehr unangenehm für ihn. Ja, finde er nicht gut. Dementsprechend kürzen wir das Ganze runter, weil eine Liebhaberhaltung braucht nicht so langes Fell. Das, was man machen muss, ist tatsächlich einfach auf Bodenlänge kürzen. In dem Fall ist das eigentlich Bauchlänge, weil die sich ja ablegen. Ja, ist gut. Dann schneidet man einfach an der Tischkante lang. Genau so. Hier bleiben, Schatz. Ach, die Schere mag gerade nicht mehr so richtig. Ja. Weil hier schon relativ dicht ist, kann man hier auch ein bisschen schräg runterschneiden, damit man hier unten besser dran kommt. Aber wichtig ist auf jeden Fall Bodenlänge und versuchen, nicht die Füße zu erwischen. So. Dann haben wir ihn hier. Aber hier ist noch eine ganze Menge. Ja, das krabbelt, ich weiß. So, dann machen wir hier nämlich noch ordentlich was weg. Ja. Leider ist bei ihm jetzt hier hinten auch alles schon ein bisschen filzig und ein bisschen filzig und nass. Dementsprechend unleidlich ist er. Normalerweise geht das ein bisschen einfacher. Am Hintern darf es ruhig etwas kürzer sein. Da gehe ich dann immer von oben schräg runter. Ja. Von oben schräg runter. Dann wird das Ganze auch eine ordentliche, naja, ordentlich. Bei ihm jetzt nicht so. Oh, habe ich dich geziebt? Habe ich dich geziebt? Ja, ziebt überall, ne? So. Wie man sieht er jetzt von der Seite her. Kann man da sehen, ja, ne? Man sehen, dass es schon viel, viel besser aussieht und das Ganze für ihn auch sehr viel angenehmer wird, weil er jetzt nicht mehr auf seinen eigenen Haaren rumtritt. Das ist die eine Seite zum Vergleich. Die andere Seite, wo es noch alles viel zu lang ist, wo er nicht mehr zurechtkommt. Hier kann er sich jetzt auch, hier gibt es jetzt auch die Möglichkeit, wenn das so abgeschnitten ist, das wird er, das findet er richtig scheiße, weil es filzig ist, aber man kann versuchen, mit einem Antizipkamm langsam und vorsichtig hier zu kämmen. Wie man sieht, es zieht ihm Haare raus, das findet er nicht schön. Aber wenn man es langsam und vorsichtig macht, dann kann man hier mit einem Kamm erste Hilfe quasi machen. Aber im Normalfall ist ein Kamm eigentlich nicht notwendig. Also das Beste, was man tatsächlich für die Fellpflege machen kann, ist mit den Fingern durch. Und jetzt kommt man hier auch problemlos durch. Jetzt hat er die Chance, dass er sich hier unten das Unterfell auch wieder sauber machen kann. Ja. Auch Wintertag, mein Schatz. So, sagt Tschüss, wir machen gleich noch die andere Seite.